Hallo! Ja, ganze Aufregung umsonst, denn Weihnachten ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Zeit bei und mit euren Liebsten. Ich muss sagen, mein Weihnachten war dieses Jahr sehr schön, obwohl ich hatte noch nicht wirklich ein Weihnachten, wo ich sage, war total blöd. Heiligabend verlief bei uns wie folgt. Und zwar habe ich mit meiner Mutti vormittags schon ein paar Vorbereitungen gemacht und haben uns die Haare gemacht und alles Mögliche. Und dann haben wir nachmittags ein Feuer draußen gemacht mit Glühwein. Dann kamen noch ein paar Bekannte aus dem Dorf vorbei und dann saßen wir halt alle gemütlich zusammen. Haben auch Kaffee nachher zusammen noch getrunken und dann ist halt jede Familie für sich nach Hause, weil die meisten ja dann Bescherung machen. Dann gibt es ja nachher auch Abendbrot und genauso verlief das bei uns auch. Wir haben gemütlich mit den anderen Kaffee getrunken, sind dann rein. Dann haben meine Mutti und ich schon Abendbrot vorbereitet. Dann haben wir uns alle hübsch gemacht und dann kam mein Onkel vorbei, der leider alleine lebt und den laden wir halt jedes Jahr zu uns ein, denn Weihnachten ist Fest der Liebe, da soll ja auch keiner allein zu Hause sitzen. Ja, dann haben wir gemütlich Abendbrot gegessen und danach war Bescherung. Ja, und ich muss sagen, ihr habt ja gesehen, was meine Eltern zu Weihnachten bekommen haben. Sie haben sich riesig gefreut. Und was habe ich gesagt? Mutti hat natürlich geweint und ich auch. Ich bin bei sowas eh immer sehr emotional und sensibel, obwohl es ja an sich was Schönes ist und nichts Schlimmes, aber ich muss bei sowas immer heulen. Ja, ich wollte euch auch nur kurz mal erzählen, was ich bekommen habe und anschließend einen ganz mini, 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 mini kleinen Haul zeigen. Machen, wie auch immer. Ich habe zu Weihnachten bekommen endlich einen Fernseher fürs Schlafzimmer. Den hatte ich mir ja gewünscht. Dann hatte ich mir ja noch gewünscht eine dicke Kuscheldecke, die ich auch bekommen habe. Im Braun, natürlich passend zu meiner Couch und zu meinem Wohnzimmer. Dann halt Geld, Naschi, eine Menge an Duschbad. Dann ein Gutschein, den hatte ich mir auch gewünscht von meinem Bruder und zwar von Six. Yeah. Ich kann mir wieder Schmuck kaufen. Oh, ich liebe ja Six, ne? Damals mochte ich ja Brijou lieber. Brijou. Aber jetzt seit längerer Zeit schon Six. Sie haben viel bessere Auswahl und es ist alles so schöner farbengeordnet. Man findet da einfach besser was. Als wenn ich mich bei Brigitte, nicht lachen, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Jedenfalls, da sucht man sich tot und dämlich, bis man mal was findet. Und hier ist es halt sehr, sehr einfach. Habe ich mich auch riesig gefreut. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das Wichtigste für mich war der Fernseher. Den habe ich bekommen, also bin ich super glücklich. Ja, meinem Bruder hatte ich ja Klamotten geschenkt. Die passen alle, die gefallen ihm alle. Ey, ich bin so erleichtert, habe ich wenigstens keinen Umtauschstress. Weil das finde ich auch extrem nervig. Ja, Eltern das. Oma wollte einen Korb voller Duschbad, Haarwäsche und sowas alles haben. Habe ich auch fertig gemacht. Die hat sich auch riesig gefreut. Ja, mehr Geschenke habe ich nicht verteilt, weil das wird auch zu teuer, wenn man jeden Einzelnen was kaufen soll. Mit meinen Mädels, das haben wir von vornherein gesagt, wir schenken uns nur zu Geburtstagen was, ansonsten nicht. Weil, wie gesagt, es wird einfach zu viel. Ja, das war auch schon Weihnachten. Erster, zweiter Weihnachtstag unterwegs, ein Tag bei Tante, ein Tag hatten wir Besuch. Ja, dann habe ich mich halt abends noch mit Freunden getroffen und Sonntag ist dann immer bei uns, also am ersten Weihnachtstag ist bei uns immer Weihnachtstanz, da war ich dann hin. Oh Gott, Leute. Ich habe ja schon lange nicht mehr getrunken und ich habe gesagt, ey, komm, Weihnachten, jetzt trinkst du auch mal wieder. Ich musste auch nicht fahren und so, das hat sie also angeboten. Ich musste feststellen, also viel brauchte ich nicht, da hatte ich schon einen guten Pegel. Und dementsprechend schlecht ging es mir auch Montag. Was heißt schlecht? Ich war einfach nur total müde. Ich war einfach nur fertig. Ja, im Bett hat sie auch so leicht alles ein bisschen gedreht, aber gut, mehr will ich auch gar nicht sagen. Ja, kommen wir zu meinem kleinen Haul. Einmal nichts Spannendes, Haarspray. Dann, ey Leute, ihr werdet lachen, aber es ist total mega geil. Und zwar. Ich habe immer gemeckert, oh Scheiße, ich will ein Kleid anziehen. Mein Kleid, das ist aber sehr figurbetont, da ich aber leicht Bauch habe, was ich schon immer hatte. Ist mir das immer, fühle ich mich immer so unwohl. Und dann meinte eine Arbeitskollegin von mir, du, ich habe eine richtig geile Strumpfhose von nur die. Eine Bauchbeine-Po-Strumpfhose. Hab sie mir gekauft, ausprobiert. Leute, sie ist der Oberknaller. Ey, wenn euch eine anpackt, der denkt bestimmt, Alter. Hat die für straffe Haut, dabei ist es nur die Strumpfhose. Der pusht so leicht den Po, na was heißt hoch auch nicht, er macht ihn halt schön fest und rund.
den Bauch drückt er weg und die Beine macht er auch richtig in einer richtig schönen Form. Also mit dieser Strumpfhose, ich habe mich gefühlt wie eine gärtenschlanke Alte. Total geil, nur leider ist mir Weihnachtszahn kaputt gegangen, weil ich bin da irgendwie total dämlich unterm Tisch, sind doch manchmal mit diese Stäbe durch und da muss ich ja hängen geblieben sein. Jedenfalls ist sie komplett aufgerissen, habe ich mir die nochmal geholt. Wie gesagt, nur die Bauchbeine Po gibt es bei Butni, gibt es aber auch bei Rewe. Wobei ich sagen muss, sie kostet 10 Euro, aber das lohnt sich. Also so zum Unterziehen und so. Also ich kann mit der Strumpfhose wieder enge Oberteile anziehen. Ich meine, auspacken darf dich morgens keiner, weil Strumpfhose gibt es hier oben auf Deutsch gesagt. Wäre peinlich. Aber gut, hatte ich auch nicht vor. Ja, dann, ich weiß ja nicht, ob es bei euch soweit schon ist, bei uns sind die neuen LEs da. Von Essence, Catrice und P2. So, eigentlich wollte ich nur zu Butni, weil ich gespannt war auf die Essence LE, die neue, weil ich hatte das bei Facebook gelesen und fand die Optik und so und die Farben, alle, die sie so aufgelistet haben, so total schön. Wobei ich jetzt sagen muss, wo ich es alles live gesehen habe, gefiel mir davon gar nichts. Naja gut, was heißt gar nichts? Ich fand den Liquid Eyeshadow fand ich ganz gut, aber die Farben, ja, ich habe es lieber sein lassen. Ich glaube, die haben auch 3 Euro oder so gekostet und ich fand auf der Haut, ich hatte das ausprobiert, da waren mir denn die 3 Euro doch zu schade. Aber die neue Catrice LE, die ist ja mal richtig geil. Und zwar heißt die Hidden World, wenn man das so ausspricht. Also ich muss sagen, da hätte ich mir eigentlich alles kaufen können. Es waren super schöne Produkte. Ich habe aber gesagt, hey komm, du hast genug. Ne? Naja, dann habe ich mich für 2 Teile entschieden. Und zwar einmal den Liquid Metal Gloss in der Farbe 1002 Walk on Air. Das ist so ein rosa Ton. Und wie gesagt, habe ich ja vorgelesen eben, Metallic. Der ist auf den Lippen, der ist aufgetragen, total schön. Also den kann ich nur empfehlen. Der ist richtig, richtig geil. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das jetzt sieht. Naja, ihr seht aber schon, dass er extrem doll glänzt, spiegelt. Und der ist so schön und so weich auf den Lippen. Also da denke ich mir, hole ich mir den anderen Farbton. Da gab es noch einen richtig knallpink. Okay, das war nicht meine Farbe. Also den hat man zu doll gesehen, das steht mir nicht. Und dann gab es noch einen in so einem leicht bräunlichen Ton. Den werde ich mir wahrscheinlich noch holen, weil der ist schön hell. Denn dunkelbraune Lippen stehen mir auch mal gar nicht. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Vielleicht ist die LE bei euch ja schon da. So, und dann war ich hin und her gerissen. Da gab es dann diese Eyeshadow-Pötte wieder. Und da waren alle Farben schön. Alle. Es gab, glaube ich, 2 oder 3 Brauntöne und ein Rosa. Ja, ich hatte natürlich wieder Braun in der Hand, aber habe mir dann gesagt, ey, Braun habe ich so viel, das ist Quatsch. Und habe mir dann geholt die C03 Rossi & Cossi. Cossi. Das ist so ein ganz heller Rosaton. Fand ich total schön, denn wenn ich Grau anhab oder so wie heute, schminke ich mich gerne so in ganz hell mit Rosa, Silber. Ja, die riechen auch irgendwie total geil. Ja, irgendwie riechen die gut. Ja, wie gesagt, so ein heller Rosaton werde ich mal ausprobieren, wie der ist. Aber ist auch egal, ich finde die Verpackung, oh Gott, guck mal Leute, wie schön. Mit diese Streifen, weiße, pinke, ich finde die Verpackung finde ich total schön. Auch hier auf dem Deckel vorne drauf, finde ich voll schön. Haben sie schön gemacht. Also wie gesagt, da waren auch noch mehr Produkte bei. Da gibt es auch noch eine Make-up-Base, da war ich auch kurz davor, mir die zu kaufen. Aber ich benutze Make-up ganz, ganz selten, wäre Quatsch. Ja, denn die Lipgloss, die Dinger und irgendwas war noch. Nagellack? Nagellack, glaube ich. Ja, Nagellack. Ein ganz heller, dann rosafarbiger und noch irgendwas. Keine Ahnung, ich habe da nachher auch gar nicht mehr so drauf geachtet, weil ich bin dann immer so, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, weil da steht so viel nebeneinander. Ja, jedenfalls, wie gesagt, Lipgloss kann ich empfehlen und zu dem kann ich noch nicht viel sagen, weil den habe ich nicht ausprobiert, den habe ich einfach nur gekauft, weil ich die Farbe total schön finde. Teste ich bestimmt morgen mal. Ja, und dann hatte ich mir noch mitgenommen einen neuen Anspitzer, auch von Catrice, denn ich hatte einen von Essence, der ist kaputt. Da ging der Deckel immer oben auf und das hat mich aggressiv gemacht, weil immer meine ganze Schminktasche voller Anschärf-Dings war und alles schwarz. Ich habe auch eben gerade meine Tasche sauber gemacht, habe alles abgewischt mit Lappen und ich habe da richtig viel drin.
Ja, der ist einmal für Dicke und für Dünne. Jupp. Ja, wie gesagt, ich habe ja gleich gesagt, ein ganz, ganz kleiner Mini-Haul. Gut. Ja, das war es auch schon. So, vor Silvester werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr hören, denn ich habe heute und morgen spät. Und Samstag muss ich noch bis 13 Uhr arbeiten. Und dann fahre ich ja ganz schnell nach Hause, muss mich dann vorbereiten, also ganz schnell fertig machen, einmal nochmal schnell Haare waschen, muss dann auch schon zu meiner Freundin, weil wir ihre Wohnung ein bisschen schmücken wollen und schon das Essen vorbereiten. Und dann geht's ja auch schon los. Also, meine Lieben, ich wünsche euch ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich bedanke mich für euch, dass ihr mir mal so lieb zuschaut, dass ihr mir so liebe Kommentare schreibt und mich halt einfach total geil unterstützt. Ohne euch wäre ich schon längst nicht mehr hier. Und ja, es ist bald soweit. Ich knacke bald die 2000 Abonnenten. Ja, einige werden sagen, wow, 2000 erst. Für mich ist es viel. Ich freue mich riesig, denn ich bin ja erst seit Februar, März dabei. Also ich finde schon, dass es viel ist in relativ kurzer Zeit. Okay, meine Süßen, macht's nicht zu dolle. Wir sehen uns. Tschüss.